Relax. I'm not dead yet. Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Resident Evil 3 Nemesis. Ich weiß, dass viele Resident Evil Fans der Meinung sind, dass Resident Evil 3 mit Abstand der schwächste Teil der Originaltrilogie ist, aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es an der nostalgischen Verklärung liegt oder ob ich einfach anderer Meinung bin als die meisten, aber für mich war Resident Evil 3 ein absolut würdiger Nachfolger seines Vorgängers. Ich verbinde so viele schöne Erinnerungen mit dem dritten Teil und der Phase meines Lebens, in der ich diesen Teil gespielt habe, auch wenn ich das Game damals aus angsthasentechnischen Gründen nicht beenden konnte. Als Kinder haben wir Resident Evil 3 mit Spielzeugpistolen nachgespielt und im Kunstunterricht habe ich andauernd Nemesis gezeichnet, weil ich sein Design so cool fand. Eine kleine Anekdote aus der Schulzeit. Ich habe damals im Kunstunterricht die Szene gemalt, wo Nemesis Brett den Tentakel durch den Kopf rammt. Und meine Kunstlehrerin hat dieses Bild gesehen und hat dann beim nächsten Elternsprechtag meine Mutter darauf angesprochen, auf dieses Bild, weil sie wohl etwas besorgt war. Naja. Ein damaliger guter Freund hatte den portablen Bildschirm für die kleine PS1, nachdem wir samstags mit Decken und altem Spielzeug vor Karstadt hockten, um die ein oder andere Mark zu machen, ging es im Anschluss zu den Tischtennisplatten auf dem Schulhof, wo wir so lange mit dem eben erwähnten Setup Resi 3 zockten, bis der Akku den Geist aufgab. Das gegenseitige Zurufen von Stars wurde zum Running Gag und alle Jungs in der Clique zockten dieses eine Spiel. Herzlich willkommen zu Resident Evil, eine nostalgische Retrospektive, Part 3. You want stars? I'll give you stars. Die Ereignisse finden ungefähr zur selben Zeit statt wie Resident Evil 2 und erneut schlüpfen wir in die Rolle von Jill Valentine, welche gemeinsam mit Brad Vickers sich als einzige der ehemaligen Stars-Members aus Resi 1 noch in Raccoon City aufhält. Als in der Stadt die Hölle losbricht, beschließt Jill zu fliehen. Allerdings gestaltet sich dies schwieriger als erwartet, da Umbrella ihr und Brad einen Tyrant namens Nemesis auf den Hals hetzt. Dieser soll alle lebenden Stars-Mitglieder ausschalten, welche Umbrella aufgrund der Vorfälle im Spencer-Anwesen belasten können. Auf der Flucht trifft Jill einige Mitglieder der Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Einer von ihnen ist der Söldner Carlos Oliveira. Jill ist eingangs misstrauisch, doch augenscheinlich sehen sich die UBCS als die Good Guys, die von Umbrella entsandt wurden, um BOWs zu bekämpfen und Zivilisten zu retten. Aber Carlos kann Jills Vertrauen gewinnen, da sich Jill mit dem T-Virus infiziert. Carlos besorgt ihr das Gegenmittel aus dem Labor des Spencer Memorial Hospitals und rettet ihr somit das Leben. Ein Mitglied der UBCS spielt dennoch ein falsches Spiel, nämlich der gute alte Nikolai. Dieser ist durch Umbrella mit mehreren Missionen beauftragt, unter anderem dem Beschaffen von wertvollen Kampfdaten. Mit den Nemesis dicht auf den Fersen schaffen es Jill und Carlos via Helikopter aus Raccoon City zu entkommen, bevor die gesamte Stadt dem Erdboden gleichgemacht wird. Oh nein! Es ist hier! Es ist Zeit, zu gehen! Während der Entwicklung lautete der Arbeitstitel des Games Resident Evil 1.9 und 2.1, denn ursprünglich sollte Resident Evil Nemesis nur ein Spin-off werden, was auch erklärt, warum dieser Titel etwas weniger umfangreich ausfiel. Der wahre dritte Teil wäre Resident Evil Code Veronica geworden. Aus politischen Gründen wurde Resident Evil Nemesis dann aber doch mit der 3 im Titel versehen, denn angeblich hatten Sony und Capcom einen Deal, der besagte, dass Capcom 3 nummerierte Hauptteile der Reihe exklusiv auf der PlayStation 1 veröffentlichen muss. Da Code Veronica zunächst auf Sega's Dreamcast erschien, wäre dieser Deal somit nicht eingehalten worden. Auch wenn Resident Evil 3 wesentlich näher am ersten und am zweiten Teil liegt als Code Veronica, gab es trotzdem ein paar Elemente, die im dritten Teil komplett neu waren. Resi 3 setzte den Fokus etwas mehr auf Action als seine beiden Vorgänger, was man beispielsweise am größeren Waffenarsenal erkennt. Darüber hinaus gibt es größere Zombie-Gruppen, die man bekämpfen musste. Durch das Kombinieren von Schießpulver konnte man seine eigene Munition herstellen und es war erstmals möglich, eine 180-Grad-Drehung hinzulegen, um schneller vor Gefahren abzuhauen. Außerdem, nicht zu vergessen, ist die Ausweichmechanik, die sich aufgrund der erschwerten Ausführbarkeit aber keiner sehr großen Beliebtheit erfreute. Angeblich war es ebenfalls geplant,
eine Mechanik einzubauen, die es erlaubte, während des Laufens zu schießen. Das war in den nummerierten Teilen dann aber erst ab Resident Evil 6 möglich. Ebenfalls neu waren die Encounter mit dem titelgebenden Antagonisten Nemesis. Die zufallsbasierten Begegnungen mit dem scheinbar unkaputtbaren Riesenstalker sorgten nicht selten für den ein oder anderen Tropfen Pipi in der Buchse und machten auch wiederholte Durchgänge spannend, nicht zuletzt, weil der Spieler in einigen dieser Momente eine Wahl treffen musste, die das weitere Spielgeschehen beeinflusst. Resident Evil 3 Nemesis bzw. Biohazard Last Escape erschien auf insgesamt 4 verschiedenen Systemen, was deutlich weniger Portierungen sind als die seiner beiden Vorgänger. Und es macht mich wirklich traurig zu sagen, dass es von Resident Evil 3 keine gecancelte Gameboy-Version gab. Zunächst erschien das Spiel auf Sonys PlayStation, erhielt dann aber im Laufe der nächsten 4 Jahre weitere Portierungen, unter anderem für das Sega Dreamcast, welcher neben der höheren Auflösung auch die Option zur freien Kostümwahl bereits zu Beginn des Spiels bot. Außerdem erschien das Spiel für Nintendos GameCube und für den Windows-PC. Wer das Spiel heutzutage in hochauflösender HD-Optik zocken möchte, der sollte sich mal die Seamless HD Project Version anschauen, welche auf der GameCube-Version des Spiels basiert. Mit Hilfe von KI-basierter Echtzeit Berechnung wird die Auflösung des Spiels hochskaliert und sorgt für eine gestochen scharfe Optik. Okay Leute, sprechen wir über den Elefanten im Raum. Das 2020 erschienene Remake fand nicht bei jedem denselben Anklang wie das 2019 erschienene Remake von Resident Evil 2 und spaltete die Fanbase. Auch wenn viele Fans mit der neuen Inkarnation von Jill Valentine zufrieden waren, so schmeckte nicht jedem das Redesign von Carlos, geschweige denn von Nemesis. Und apropos, was den unberechenbaren Stalker im Original so furchteinflößend machte, wurde im Remake auf eine Abfolge von geskripteten Events heruntergedampft. Die Passagen bleiben bei jedem Durchgang gleich und es gibt keine Entscheidungsmöglichkeiten, die das fortlaufende Geschehen beeinflussen. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist der gestrichene Content und die damit einhergehende gekürzte Dauer des Spiels. Sowohl Gegner wie Spinnen und der riesige Wurm, als auch ganze Areale wie die Tankstelle, der Glockenturm und der Park fehlten komplett und wurden bestenfalls angedeutet. Aber auch die Abstinenz von ruhigeren Passagen, die dafür sorgten, dass sich die Atmosphäre aufbaut, und die kaum vorhandenen Rätsel, die ein integraler Bestandteil der klassischen Resident Evil Games sind, sorgen für Unmut. Während sich Resident Evil 3 Nemesis wie eine lange, fürchterliche Nacht anfühlt, fühlt sich das Remake wie eine kurze Achterbahnfahrt mit einigen Referenzen zum Original an. Für sich betrachtet ist Resident Evil 3 Remake ein ganz solides Spiel, mit dem man durchaus seinen Spaß haben kann, aber besonders die kurze Dauer des Spiels und der eingangs verhangene Vollpreis stieß vielen Zockern einfach sauer auf. Und es gibt sogar das Gerücht, dass der ursprüngliche Plan war, das 2er und 3er Remake als ein Vollpreistitel zu verkaufen. Stattdessen verkaufte man beide separat jeweils zum Vollpreis. Meiner Meinung nach war es absolut die richtige Entscheidung, Resident Evil 3 Nemesis zum dritten Teil der Reihe und Code Veronica zum Spin-off zu machen. Resident Evil 1 bis 3 wirken wie eine kohärente Trilogie mit vorgerenderten Hintergründen, denselben Gameplay-Mechaniken und dem Setting in und um Raccoon City. Die erste Trilogie beginnt mit einem kleinen, intimen Setting im Spencer-Anwesen. Im zweiten Teil wird der Schauplatz in die Stadt verlegt, in der auf einmal die Hölle ausbricht. Und im dritten Teil geht dann alles vor die Höllenhunde. Die einzige Chance zu überleben ist es, aus der Stadt zu fliehen, bevor diese durch einen Atomschlag dem Erdboden gleichgemacht wird. Diese drei Teile ergeben zusammen eine Geschichte. Code Veronica ist in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr anderes Spiel als die ersten beiden Resi-Teile und hätten die Trilogie meiner Meinung nach nicht so rund gemacht und abgeschlossen, wie es Resident Evil 3 Nemesis tat. What? Was ist eure Meinung zur klassischen Resident Evil Trilogie? Ist sie für euch der heilige Gral des Survival Horrors oder habt ihr die Reihe links liegen lassen, weil ihr nie warm geworden seid mit den Tank Controls? Schreibt es mir einfach hier unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. So, liebe Leute, das war meine ganz persönliche, etwas nostalgisch gefärbte Retrospektive zu der ersten Resident Evil Trilogie oder, wie ich sie ab sofort nenne, die Raccoon City Trilogie. Für mehr Resi-Content schaut auf unserem Kanal vorbei, lasst uns gerne ein Abo da oder hört doch mal in unserem Podcast Radio Raccoon rein. In der aktuellen Folge sprechen wir über Resident Evil 7. Schaut also unbedingt nochmal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Bleibt gesund, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Whoosh!